Katja in drei Sätzen. Also, ich quäle gerne Männer. Also zum Beispiel jetzt mein Kameramann, der da mit dicken Schweißperlen auf der Stirn diesen Uschi auf der Schulter hat. Dann, ich lach gern. Passionierte Köchin. Lange Nase. Na, ich bin Mutter, ich bin Autorin und ich bin, in meinem früheren Leben war ich amtierende Zahnärztin. Katjas Klatte wird sein, ich und meine 75 besten Freundinnen. 76. Don't give me that. Also man kann alles anklicken, der Spieltrieb wird geweckt. Ich habe eine Doppelseite, eine Kladde, jetzt wird der Bayer sagen, ja Mai, was ist denn das? Also eine Kladde ist ein Schmierheft und dann gibt es so verschiedene Elemente auf dieser Seite. Ein hübsches Kleid, eine fiese Trennung, eine ultimative Creme und dann kann ich das anklicken und die Creme wird mir dann erklärt und dann gibt es auch gleich einen Link zu dem Shop, damit ich die kaufen kann. Und das Ganze eben so ein bisschen kolumnisch geschrieben, also so mit ich hab mal, ich denk mal, ich würde. Also, mein Tussi-Handy. Das habe ich immer dabei und lustigerweise gibt es da doch echt eine Menge zu filmen. Neulich war auf einer Veranstaltung und macht die Toilettentür auf und da steht Gitte und putzt die Zähne. Wer kommt heute? Gitte? Hm? Wer kommt heute? Und dann erzähle, wie ist es eigentlich hinter den Kulissen von Markus Lanz? Ich bin jetzt mit Katja Kessler, mit der Katja Kessler zusammen. Ich möchte gar nicht irgendwas enthüllen oder so, es sei denn, jemand spritzt mir direkt in die Kamera. Aber mir geht es immer so, dass ich ganz gerne so kleine Handyfilmchen angucke und denke, ach nein, so ist es wirklich gewesen, ich fasse es ja nicht. Und jetzt habe ich gerade zu Karl Lagerfeld gesagt, dass ich mal aufs Klo muss. Und er sagte, thank you for the information. Ich glaube, das sagt man ja nicht in dieser vermasselt. Ich bin ganz dicht dran. Ich fange die Atmosphäre ein und wer sich dafür interessiert, wie das so ist auf solchen VIP-VIP-VIP-Veranstaltungen, der findet da die Antwort. Können wir jetzt knutschen? Ja, genau. Mach mal. Okay. Ich finde, wir Frauen alleine sind ja unerträglich. In der Gruppe sind wir es auch, aber da fällt es nicht so auf. Gleich sieht das aus. Ich mag das gerne. Also ich mag, ich brauche ein Team und wir sind ein Team. Wir besprechen gemeinsam die Themen. Was ist spannend? Was interessiert uns Frauen? Zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, ich mag gerne so geheime Geheimtipps. Also natürlich kann ich den 80€ Lippenstift von Chanel kaufen, aber jetzt habe ich gerade bei DM Markt einen entdeckt für 3€ und der hält mindestens halb so lang, doppelt so lang, doppelt so lang. Wir sind frech. Wir sind unorthodox, wir wollen Punk und gleichzeitig hat das Leben seine Spuren in unseren Gesichtern hinterlassen. Also es wird viel Reife auf dieser Seite sein. Spaß haben, ein Espresso trinken, lachen, das Leben ist ernst genug und hey Mädels, habt ein bisschen Fun für 5 Minuten.